So. Hier kriege ich nichts mehr. Gibt's denn bei der Oase? Oh, sieht nicht so aus, dass ich bei der Oase noch was Neues krieg. Okay, bei den Geschwistern. Was bekomme ich da Schönes? Hier sieht es auf jeden Fall schön aus. Oh, Zenita, hallo. Oh, bist du schon hier, um deine Belohnung abzuholen? Kleiner Schlauermeier, na komm. Willst du ein paar Süßigkeiten, mein Kleiner? Ich möchte gern... Ja, ich möchte was Süßes haben. Oh, Schwester, Zenita ist doch nicht wegen so etwas gekommen. Sei nicht gemein. Oh, hast du das gehört? Jetzt geht es wieder los. Mikara hat die schlechte Angewohnheit, Dinge zu unterstellen. Das wollte ich nicht. Aufhören, alle beide. Ihr habt oft Streit in letzter Zeit, nicht wahr? Mikara, du lebst. Meister Ungaga. Oh nein, rate mal, wer hier ist. Mikara, froh, dass du lebst. Ungaga, sei froh. Ich bin auch froh, Meister Ungaga. Bitte, doch nicht genau vor meinen Augen. Meister Ungaga, sagt es mir. Warum Mikara? Ich bin besser als Mikara. In allem, warum... Also sie und nicht ich. Mikara, 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 immer Mikara. Warum nur? Es gibt Dinge, die Mikara besser kann als Nagita. Und deshalb ist sie Ungagas Braut. Oh toll, dann habe ich aber eine Frage. Was genau kann Mikara denn besser als ich, hä? Na gut, Ungaga wird alles erzählen. Aha, endlich kommen wir zum letzten Kapitel. Es war vor einem Jahr. Ungaga wurde von Skorpion gestochen. Das ist doch das Ende. Ungagas Ende. Ein Skorpionstich. Ich sterbe. Was ist denn los, Meister Ungaga? Alles in Ordnung? Nagita. Ein Skorpion hat mich erwischt. Mir bleiben nicht viel Zeit. Ich rufe sofort den Arzt. Bleiben Sie hier. Keine Zeit. Bleiben Sie, Nagita, beim sterbenden Ungaga. Naja, ich rufe mal den Arzt. Bleiben Sie hier. Also sie ist gegangen und hat einen Arzt gerufen. Meister Ungaga! Meister Ungaga! Meister Ungaga, was tun Sie hier? Ein Skorpion hat mich erwischt. Ungaga wird bald sterben. Bleiben Sie, Mikara, beim sterbenden Ungaga? Es ist Ungagas letzter Wunsch. Bleiben Sie, Mikara, beim sterbenden Ungaga. Danke, Mikara. Batsch! Sie Dummkopf, Sie sind der stärkste Krieger der ganzen Wüste. Wer beschützt Muskalaka, wenn sie fort sind? Das Gift des Skorpions. Ich können nichts tun und Gaga sterben. Meister und Gaga. Wir brauchen sie hier in Muskalaka. Und ich brauche sie auch. Was tun sie da? Tun sie das nicht, Mikara. Sie bringen sich um. Aufhören, Mikara. Dieses Muskalaka braucht dich und ich brauche dich auch.
Das sah gerade ein bisschen pervers aus, was die da am Ende gemacht hat. Aber die hat ja das Gift ausgesaugt. Von daher vielleicht. Aber das war nicht das Bein, oder wo war die. Wo war er vergiftet? Mikara saugte das Gift aus Ungaga und noch viel mehr. Sorry. Und das Gift gefährdete sie selbst. Mikara rang 3 Tage lang mit dem Tod. Mikara hat ihr Leben riskiert, um Ungaga zu retten. Wenn es Mikara nicht gäbe, wäre Ungaga jetzt wahrscheinlich nicht hier. Ach, das ist es also damals passiert. Mikara hat Mut. Darin übertrifft sie niemand. Nicht einmal Nagita. Sie hat mehr Mut als Ungaga. Ungaga sich verliebt haben in Mikara. Ungaga strohdoof. Um ehrlich zu sein, sorry, aber der ist so doof. Sie wollte ja auch helfen. Sie hat es nur auf eine andere Art und Weise gemacht. Die hat einen Arzt gerufen. Jetzt verstehe ich. Deshalb lag Mikara auch am Boden, als ich mit dem Arzt zurückkam. Mikara hat Ungaga bestimmt gebeten, nicht darüber zu sprechen, stimmt's? Oh Mann, Mikara, ich gestehe es ein. Ich hätte nie so mutig sein können wie du. Sorry, aber diese Geschichte, die hört sich so dämlich an. Der hätte bestimmt ja auch nicht hätte ja bestimmt nicht gelebt, oder? Außerdem. Die soll ja auch das Gift nicht runterschlucken, wenn sie es ausgesaugt hat. Sie soll es ausspucken. Dieses Gift aussaugen, das machen doch andere auch. Andere Ärzte oder so, also. Das ist so eine Erste-Hilfe-Maßnahme, oder nicht? Und wenn man es wieder ausspuckt, kann doch nicht viel passieren, oder irre ich mich da? Okay, man kann dann natürlich dann auch... Klar, man hat dann Gift aufgenommen. Aber bei einem Schlangenbiss ist das nicht auch eine Heilmethode, das Gift rauszusaugen und dann schnell rauszuspucken, damit man selbst nicht so viel davon Intus hat? Ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir diese Geschichte komplett irgendwie bescheuert vor. Du bist die Richtige für Meister Ungaga. Einfach so. Außerdem ist kein Platz für mich zwischen euch. Schwester. Nagita, danke dir. Aber der Typ ist trotzdem doof. Zveneta, nimm Ungaga mit, um gegen deinen bösen Zauberer zu kämpfen. Ungaga verstehen jetzt, was Theo gemeint hat. Haben. Ungaga hatte das vergessen. Stark ist man nicht im Kampf. Stark ist man im Herz. Theo und Mikara haben mir das gezeigt. Und Gaga wird noch einmal versuchen, der stärkste Krieger zu werden. Und Gaga wurde ein Gefährte. Der kann eigentlich genauso gut eingesetzt werden wie ich eigentlich. Vielleicht so eine Art Ersatzmann für Zveneta, falls Zveneta mal am Boden liegt. Ungaga wird nur kurz bei Mikara bleiben. Zveneta, du vorgehen, Ungaga wird dich einholen. Ja, den brauchen wir auch genau jetzt. Es wird nur noch 2 Gebiete geben, denke ich mal eigentlich. Nach diesem. Weil es nur noch einen Charakter gibt und ein Schloss, denke ich mal. Zveneta, ich habe das eben ganz unbeabsichtigt von draußen mitgehört. Ungaga ist also wieder wie früher. Ich habe es Ungaga wirklich gewünscht, dass er wieder zu sich selbst zurückfindet. Ich freue mich für ihn. Nein, das geht schon. Ich werde Ungaga von hier aus auf Wiedersehen sagen. Wenn wir uns begegnen, wird es vielleicht schwer für mich, zurück ins Dorf zu gehen. Dies hier ist das Ende meines Auftrags.
Ich bin sicher, dass Son Gaga dir eine große Hilfe sein wird, Sveneta. Mach's gut. Dann bin ich mal gespannt, wie er uns weiterhelfen kann. Ach, das hätte ich ja, das hätte ich fast vergessen. Um die letzte Kammer zu betreten, in der sich das Mondschiff befindet, brauchst du sowohl das Sonnensiegel, das die Sandkrieger behüten, als auch das Mondsiegel, das uns dem Mondvolk verliehen wurde. Ich glaube, das Sonnensiegel wird seit vielen Jahren von Dorfvorsteher zu Dorfvorsteher weitergegeben. Das Problem ist, dass das Mondsiegel, das wir bewachen sollten, Nem mag solche umständlichen Aufgaben nicht und überließ es den Sandkriegern, damit sie sich alleine um den Tempel kümmern konnten. Oh, aber bitte gebt Nem nicht die Schuld. Einen Friedhof zu betreuen ist Schwerstarbeit. Naja, jedenfalls besitzt dieses Dorf beide Siegel. Bitte denk daran, dass du beide brauchst, um in die letzte Kammer zu gelangen. Tja, ich schätze, das ist alles, was ich zu sagen habe. Bitte besiege diesen Schwächling, Jin. Schwächling. Der ist ja auch so schwach. So, jetzt holen wir uns erstmal Belohnung ab. Warte mal, hier war ich noch nie drin. Schon sagen, dahinter ist doch was. Ich finde es immer geil, wenn man dank der Kamera nicht sieht, aber es in den toten Winkel was gibt. Spiel, du erstaunst mich. Ah, der hat ja auch endlich die Treppe. Jetzt kommt man auch in sein Haus rein. Warum? Ich begreife das nicht. Aber warum nur? Warum? Oh. Alter. Hallihallo. Mir war danach ein wenig zu brüllen, weil mein Haus so arg zugerichtet ist. Aber komm doch rein. Ich bin wirklich dankbar. Wie du siehst, kann ich jetzt wieder mein altes Leben führen. Das ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, geil. Paradiesfrucht, kann ich mal gut gebrauchen. Findest du übrigens nicht, dass hier etwas nicht stimmt? Der Sinn für Ästhetik der Leute von Muskalaka ist nicht gerade ausgeprägt. Dieser Ungaga gilt als attraktiv und begehrenswert. Ernsthaft? Und ich soll gewöhnlich aussehen? Die sollten mich mal genau ansehen. Was ist denn Schönheit überhaupt? Das gibt doch es doch gar nicht. Weil sie nämlich auf dem persönlichen Geschmack beruht. Deshalb gilt der, den die meisten Leute für schön halten, als schön. Hey, Moment. Das bedeutet, dass ich doch gewöhnlich aussehe. Nein, das kann nicht sein. Nicht schon wieder. Ach, warum? Naja, der hat uns wenigstens... Alter! Kann ich nicht mal im Haus bleiben? Bei den ganzen schönen... netten Geschenken, die natürlich wieder außerhalb. Außerhalb sind, also so, dass man die Kamera. Also nicht mit der Kamera sieht. Ich finde das scheiße, dass man manche Sachen mit der Kamera einfach gar nicht sieht. Sind da und dann. Oh. So, nächstes Geschenk bitte. Ah, da bist du ja.
möchte dir heute etwas erzählen. Komm, ach nein, keine Geschichte. Als ich dich zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, wer du bist. Du bist der Sohn des Kriegers Aga. Was? Aga kam einst nach Muskalaka. Als ich diesen Mann zum ersten Mal sah, fühlte ich etwas Besonderes. Aga war ein unglaublicher Mann. Er hatte etwas, mit dem er alle für sich einnahm, so wie du jetzt. Er kämpfte gut, besonders mit dem Schwert. Er sagte mir, er sei unterwegs, um einen gewaltigen Schatz zu suchen. Ich weiß nicht, ob er ihn gefunden hat, aber als er wieder hierher kam, ließ er diesen Golem namens Gorske hier. Du sagtest, du seist unterwegs, um Djinn zu besiegen? Dein Vater hat dir einen Rat hinterlassen, wie du den Djinn besiegen kannst. Ich glaube fast, Aga wusste, dass dieser Tag kommen würde. Der ganze Zweck seiner Reise diente vielleicht diesen Tag. Das glaube ich wirklich. Ich glaube an dich. Du kannst es schaffen. Jawohl, ich glaube fest an deinen Sieg. Hier, nimm das. Angriff plus Wow, 3. Und ich habe hier einige Gegenstände, aber nicht viele. Nimm sie ruhig mit. Aber ich muss dir etwas dafür berechnen. Ich muss ja von irgendetwas leben. Pass auf dich auf. Leb wohl. Ja, er ist ein Laden. So. Und er hat einiges. Man kann sogar Steinbrecher bei ihm kaufen. Oh. Ich sollte so langsam mal wieder Sachen weglegen. Aber hier kriegen wir wenigstens wirklich Steinbrecher und Himmelsstürmer. Das ist gut. Später bekommt man wahrscheinlich die Steine überall her. Also jeden Stein, den man haben will, bekommt man irgendwo. Ja. Ah, Fluchtpulver. Wollte ich kaufen. Schon die ganze Zeit. Komm, kaufen wir zwei. Kommen, weil man den hier kaufen kann. So. Boah, Paradiesfrüchte aber. Uiuiuiuiui, ein bisschen zu viele Feuersteine. Driss hier. Die ganzen Amulette, natürlich. Die gehen mir ja auch schon tierisch auf den Senkel. Nein. So. So, ich denke mal, wir müssen weiter, ne? Okay, aber bevor es weitergeht, Kürbisflasche. Und Gaga kriegt erstmal hier die ganzen. So, was... Nein, das kriegt nicht Ungaga, das kriegt... Freue mich. Ich krieg 2. Weil ich mit dem am meisten spiele. Ungaga wird wahrscheinlich wichtig für den letzten Kampf sein. Und Jenny kriegt auch noch einen. Einfach weil ich ziemlich oft mit der auch spiele. So. Würde ich mal sagen.
Speichern wir mal? Wir haben lange nicht mehr gespeichert. Und dann geht's auf. Zum Tempel. Ja, man sieht schon, es gibt nur noch zwei Gebiete, glaube ich. Es gibt einmal dieses Himmelgebiet, das ist wahrscheinlich der Endkampf, und dann noch das hintere Gebiet da. Da bin ich mal gespannt. So. Dann gehen wir mal auf Ebene 9. Und ich denke mal, mit seiner Hilfe. Das ist ein Blasrohr, oder? Nee, Quatsch. Schwarzer Wind versperrt den Weg. Vielleicht wird er von... Ah! Auch eine Möglichkeit. Diese Fähigkeit sieht interessant aus. Und der hat eine Range. Der hat eine richtig große Range. Vielleicht werde ich ihn mal gegen Fluggegner oder so eintauschen. Also eintauschen, genau. Nutzen. Mal sehen. Ich werde sowieso mal ein Verlies mit ihm spielen müssen. Aber ich denke mal, ich beende den Part an dieser Stelle. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zveneta.